Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und zwar möchte ich euch diesmal zeigen, wo ihr am einfachsten die Pokémon Lichtel, Laternektor und Skelebra fangen könnt. Und am Ende sage ich noch, wie ihr die entwickeln könnt. Gut, wir fangen mit Lichtel an. Ah ja, by the way, für alle diese drei Pokémon braucht ihr das Wetter Sonnenschein, also starker Sonnenschein. Für alle drei, okay? Einfach starker Sonnenschein machen. Seht ihr hier eh, habe ich überall. Wir müssen also für Lichtel zum Entschein Flussufer rüber. Da düsen wir mit dem Fahrrad hin. Und dort eben bei starkem Sonnenschein hat das Lichtel eine 30% Spawnrate und zwar als Ausrufezeichen. Ausrufezeichen sind zwar nicht so angenehm zu farmen wie in der Overworld, aber 30 ist sehr, sehr hoch. Wir sehen also gleich mal, was wir als erstes bekommen. Hier ist eins. Ah, war das jetzt? Ja, sehr schön. Vor dem Rihorn. Und es ist gleich ein Lichtel. Ihr habt vielleicht nicht so viel Glück, aber bei 30%, ja, jedes dritte ist also eher sicher ein Lichtel. Gut, ganz einfach war das. Und jetzt die anderen zwei. Die sind auch ganz einfach eigentlich zu bekommen. Da müssen wir zum Wutanfallsee rüber. Und Laternektor, ach, so schwierig auszusprechen, und Skelebra können wir beide beim Wutanfallsee fangen. Beide auch als Sonnenschein, beide in der Overworld. Skelebra wird zu 100% dort sein und Laternektor, ich kann den Namen nicht aussprechen, hat eine 10% Spawnrate. Das ist jetzt nicht so hoch, 10%, aber es ist in der Overworld und deswegen werden da jetzt wahrscheinlich auch gleich sehr, sehr viele rumhüpfen. Schauen wir mal. Und ja, da hinten seht ihr schon eins. Ja, noch mehr. Ja, easy. Also 10%, ja, aber hier sind so viele. Wir schauen hier bei der Wiese. Und hier ist eins. Ah, nicht so viele wie bei der anderen Wiese. Dann war das vielleicht doch eher ein bisschen Glück. Da sind irgendwie kaum welche. Oder so, irgend so was Kleines, was man kaum sieht. Ja, aber auf jeden Fall habt ihr hier sehr gute Chancen. Wir schauen hier nochmal. Hier sind auch gleich wieder zwei easy. Und der Skelebra, da drehen wir uns einmal. Und da seht ihr ihn eh schon. Hier geistert der rum. Wo sonst auch Gardevoir oder solche sind. Ja, hier geistert der kleine Geist herum. Das war dann die letzte Entwicklung. Wenn ihr die alle so fangen wollt und ja, wenn ihr die entwickeln möchtet, dann ist das so. Lichtel entwickelt sich bei Level 41 zu Skelebra, zu Laternektor. Und Laternektor entwickelt sich zu Skelebra, wenn man ihm einen Finsterstein gibt. Also einfach Finsterstein geben und ja, dann wird er sich entwickeln. Das könnt ihr eigentlich auch, sobald ihr Level 41 habt. Ja, gut. Das war's dann mit dem Video. Ich habe alles Wichtige dazu gesagt und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!